Hallo und willkommen zurück und ab geht in unseren ersten eigenen Park. Tutorial haben wir letztes Mal abgeschlossen. Und jetzt geht's weiter. Dann bauen wir unseren eigenen Park jetzt. Wir machen einfach die Mission. Dann lernen wir das Spiel ein bisschen besser kennen. Da sind wir. Ich weiß, der Wald sieht aus der Ferne etwas unheimlich aus. Aber bei näherer Betrachtung lässt er einem nur das Herz in die Buchse rutschen. Nun, als Standort für einen vergnüglichen Freizeitpark für Familien ist es nicht unbedingt die beste Wahl. Oder, Phil? Oh, hallo. Du bist unser Neuzugang, was? Ich bin Isabel Dillard, CEO von Cloudstormer. Obwohl es mir manchmal mehr wie ein Kindergarten vorkommt. Oh, wo bleiben denn meine Manieren? Und was hast du an diesem Park auszusetzen, Izzy? Ich habe schon weit schlimmere Fehler gemacht. Keine Sorge, die werden wir auch besuchen. Nun ja, aber von den gruseligen Bäumen mal abgesehen, ist das hier sehr viel größer als das Testgelände und deine Notausgangsachterbahn, oder? Nun, es steht eine Menge auf dem Spiel. Ach, Izzy, du ewige Pfennigfuchserin. Ich bin gespannt, welch Wunder unser Neuzugang auf dieser riesigen Spielwiese wirken wird. Und keine Sorge, du musst das nicht alles völlig allein bewältigen. Ich werde dir stets zur Seite stehen und all deine Fragen beantworten. Und auf der anderen Seite stehe ich und behalte das Budget im Auge. Das macht sie bei Geschäftsessen übrigens genauso. Komm ja nicht auf die anmaßende Idee, dir eine Nachspeise gönnen zu wollen. Tja, sagen wir mal so. Wenn unser Grünschnabel hier den Park versemmelt, dann bekommen wir alle unser Fett ab. Oh, wunderbar. Ich liebe Frittiertes. Oh mein Gott. Okay, guck mal. Ich hab schon bessere Zeiten gesehen. Weiterspielen. Vor allem die alten Wege sind nicht mehr begehbar. Okay, also neue Wege bauen. Gut, Wege. Tutorial. Hier ist Eingänge, Ausgänge. Das ist mir soweit klar. Aha, Tunnelbau. Stützen. Gitterbreite, Freiform und so weiter. Aha, dann gucken wir uns mal um. Haben wir Zeit? Wir sind auf... Pausiert das Spiel, nicht verfügbar. Okay, also sollen wir jetzt erstmal Wege bauen. Gut, wir haben hier den Wegereiter. Was nehmen wir denn Lustiges? Haben wir irgendwas? Oh. $1? Kostet alles $1? Ein Geld? Kann ich denn diese... Wir machen erstmal ganz klassisch. Kann ich dazu? Ist ja kacke, dass ich das hier nicht ändern kann. Dann müssen wir das halt, diese Wege überhaupt. Ja, hier. Ey, Weg. Kann man nicht einfach die Farbe ändern? Bewegen. Abbrechen. Höhe. Na, da müssen wir noch was machen. Kann man die Wege nicht einfach... Ja. Machen wir das anders. Boah, schade, dass man die alle nicht ändern kann. Dann machen wir es eben zu. Ist doch gar kein Problem. Bin da ja wie immer sehr schmerzfrei. Jetzt verbinden wir es.
Nee. Schlossen. Ja, ja, ich weiß. Och Mensch. Ja, ich kann das öffnen, ich weiß. Geschlossene Haltung verursachen keine Instandhaltungskosten, können aber auch nicht benutzt werden. Ich kann das einstellen, das ist klar. Gut. Gut. Eingänge. Ja, Augenkrebs. Yay. Moment. Wieso kann ich das nicht bauen? Gibt es hier auch einen Rückgängig-Button? Okay, ein Fahrgeschäft öffnen. Folgende Schritte, Weg, Eingang, Ausgang. Okay. Du bist also der Ausgang. Okay, wir checken erstmal, Wartung voll. Geschäfte 0, das. Was haben wir nicht? Ist offen. Besucher für Erwachsene ist gut. Geld, Instandhaltung. Muss auch erstmal verdient werden, ne? Bau sollte rentabel sein. Das stimmt. Können wir irgendwo Geld? Gehen wir gleich mal auf 4 Taler. Okay, haben wir jetzt schon geöffnet? Wir haben geöffnet. Sehr gut. Kommen denn die ersten Gäste? Hier, Eintrittspreis. Obligatorisch 1 Taler. Nehmen wir das. Kommen denn Gäste oder? Platz ist voll. Bau ein neues Fahrgeschäft. Okay. Was haben wir denn Schönes? Wir haben die kranke Krake. Haben wir was, bisschen was Kleineres? Eingang gehen wir hier hin. Das passt. Das ist gut, das ist klar. Familie. Wir haben geöffnet. Was haben wir denn noch? Bau einen neuen Shop. Was bist du? Du bist die Standardtoilette, das ist gut. Bist du geöffnet? Geöffnet. Verdienen wir Geld mit der Toilette? Wir gehen erstmal 25 Cent. Ist klar. Wir brauchen noch ein Geschäft. Was haben wir denn? Kandierte Äpfelshop. Drinkshop. Souvenir. Ist eine Toilette. Bänke. Softdrinkshop. Standardtoilette. Ja, dann wollen wir mal nicht so sein, ne? Ich würde erstmal sagen, wir gehen hier hin. Herzlichen Glückwunsch. Wir gucken uns das mal an. Ich will Gäste in meinem Park. Okay, du bist noch gesperrt, weil hier ein Baum liegt. Okay, was bist du, Feines? Du bist Burgershop. Ist auch geöffnet. Aha. Gibt es denn Shop- und Einrichtungsmodule? Was heißt das? Aha, okay. Kann ich nochmal essen? Mülleimer. Mülleimer möglichst Besuchergruppen Abfälle zu entsorgen. Billiger Mülleimer.
Was haben wir aus Planet Zoo gelernt? Leute sind Dreckschweine. Ich stelle es hier provokant Müll einmal auf. Falls ihr da mal rein ihr Mageninhalt erleichtern möchten. Natürlich kostet das alles Geld. Keine Frage. Wir brauchen aber Bänke. Fangen wir erstmal mit Standardbänke. So, zwei, drei Stück mal aufbauen. Ich hoffe, es gibt noch so Verkleidungen, ne? Softdrink. Kennt ihr die Äpfel? Ein Softdrink. Warum kommen eigentlich keine Besucher? Ah, setzt das Spiel fort. Lass die ersten 40 Besucher in deinem Park. Ich möchte angucken, wo seid ihr? Hallo. Ich möchte euch die Hände schütteln. Kommen Sie. Oh, hallo. Darf ich euch begrüßen? Hallo. Oh, leuchtet richtig. Eieieiei. Aber ich glaube, die Leute werden auch Ausautomaten. Was haben wir denn hier? Kleiner Snackautomat, Getränkeautomat, Süßigkeitenautomat. Getränke sind ganz cool. Ah, wirkt alles noch ein bisschen sehr sperrig, ne? Okay. Machen wir das so. Muss ich noch Arbeitsbereiche auswählen? Ich glaube nicht. Was los? Zu teuer? Ich will oben Eintrittspreis. Okay. Und der Eintrittspreis ist mir zu teuer. Ich hab Geld bei. Ah, es gibt keinen Eintrittspreis. Wie toll. Okay. Ich habe vier Gäste in meinem Park. Ihr seid also die Ersten. Okay. Hey, du hast voll die Flicken auf der Hose. Junge. Ich glaube, die sind ein bisschen Das sind bestimmt Europäer. Wo wollt ihr denn hin? Sehr glücklich, wir müssen mal gucken. Na? Geht ihr da rein? Na, an dieser Animation muss man noch ein bisschen arbeiten. Essen. Eintrittskosten. Fahrgeschäft 20 Taler. Okay, okay, es wird voll. Es wird voll. Ich habe schon mal Minus gemacht. Das ist okay. Bilanz. Weiterspielen, natürlich weiterspielen. Gerade ein bisschen spannend. Ja, okay. Bewegungen sind noch ein bisschen hölzern, aber ist okay. So ist es jetzt auch nicht so. Großes Problem. Ihr seid also Mädchen für alles hier? Ihr seid Wartungspersonal, okay? Aha. Du bist Doktor? Die hat eine Kapuze auf. Das sind ihre Haare. Ach, du Heiland. Was ist denn mit euch? Crashländer. Das ist das hier.
Helme geraten. Hilfe. Die schießen auf mich. Okay. Wähle ein Teenager aus, wähle eine Familie aus. Okay. So, soll ich so tun? Hallo. Okay. Ich bin Tanya Berry. Das schon. Wähle eine Familie aus. So. Zahlen Sie den erhöhten Eintrittspreis oder drehen Sie wieder um und sagen, nö, nö, keine Lust. Du bist eine Familie. Okay. Zahlen die Preise. Ja. Du hast den Park gesehen und den waldigen Standort. Du weißt also genau, womit du es zu tun hast. Du musst einen Plan entwickeln, um diese Investition profitabel zu machen. Izzy hat natürlich recht, aber dein Job dreht sich nicht um nackte Zahlen. Du bist für Ideen zuständig, genau wie ich. Und da sind Kreativität und Innovation gefragt. Ideen, ja. Aber lass sie nicht zu abenteuerlich ausfallen. Burgen werden nämlich nicht auf Sand gebaut. Oh, aber Sandburgen sind etwas sehr Feines, Izzy. Der Nervenkitzel vor der nächsten Welle macht doch den Reiz erst aus. Nun, wenn wir diesen Park in den Sand setzen, wird das ein rechtlicher und finanzieller Albtraum. Schließlich steht Cloudstormer jetzt schon kurz vor dem katastrophalen Aus. Oh, spannend. Aber was Izzy damit sagen will, ist ganz einfach. Wen sollten wir mit diesem neuen Park an die Kassen locken? Bevorzugt andere Attraktionen, Shops, Essen, Getränke, beispielsweise gerne Kaffee und lässt kulinarisch verwöhnen. Okay. Für wen würdest du den Park gerne bauen? Beispielsweise gerne Kakao. Okay. Zuckerhaltige Getränke. Ich würde erstmal sagen, ich fange erstmal an mit meinem. Ich weiß, ich habe gesagt, Familien können pinkelig sein, aber wer Kinder hat, ist viel pinkelig, zu pinkelig, bitte, danke. Sparen. Mit einem Freizeitpark für Familien können wir nichts falsch machen. Das mag sein, aber diese Zielgruppe bedient auch jeder andere Park im Umkreis von 200 Kilometern. Das ist viel Konkurrenz. Aber in nautischen Meilen gemessen sind es nur 30. Das Forschungsteam kann ein paar neue Fahrgeschäfte für uns bauen? Ja? Definitiv. Nur leider nicht hier. Sophia ist an der Ostküste beschäftigt. Aber vielleicht kann sie uns mit einem dieser originellen Ornithopter etwas vorbeischicken. Diese Geräte nennt man jetzt Drohnen, Phil. Was schlägst du als Thema vor? Was haben wir denn hier? Ich nehme das russische Thema Alien. Unsere Konkurrenz hat Alien. Sich auch auf Science Fiction spezialisiert. Der Markt ist ziemlich gesättigt. Dann machen wir unsere Science eben einfach dreimal so fiktiv. Und viermal so teuer, wie mir schwant. Bist du mit dem Angriffsplan zufrieden? Oder willst du nochmal neu verhandeln? Nö. Hier, wenn es so schön ist, muss er, wird ja funktionieren. Los geht's. Gut. Wir werden alles Nötige vorbereiten. Ich hoffe, dir ist klar, dass mit diesem Projekt das Schicksal der Firma in deinen Händen liegt. Bind mich an eine Rakete und zünd die Lunte an. Wie aufregend. Dein allererster richtiger Freizeitpark. Ich erinnere mich noch an meinen ersten. In Bangkok, nach dem Krieg. Oder war es Singapur? Es war Cleveland. Es war im Bundesstaat New York, Phil. Das Kuriositätenkabinett deines Vaters. Sicher, dass es nicht der Thrillinator war?
Ich erinnere mich noch, als ob es gestern war. Moment, was war gestern? Montag. Und das war's für heute. Danke, dass ihr alle da wart. Ja, Leute. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.